So, wir langsam Zeit, ne? Let's do this. herzlich willkommen zum Vlog. Die Woche war eine Scheißwoche. Ich merke auch gerade, ich habe was vergessen. Also mit die Woche meine ich die letzte Woche. Achso, ich sitze im anderen Hintergrund, erzähle ich auch gleich was zu. Anfang der Woche hatte ich eine Erkältung. Dann bin ich zu meinem Gemüsehändler gefahren, der ist direkt hier um die Ecke. Und es ist nicht weit, ich hätte auch einfach zu Fuß gehen können, aber ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt, weil ich wollte irgendwie Taschen dabei haben. Und ich war vielleicht 10 Minuten oder so da drin und kam zurück und dann war meine Fahrradlampe war weg. Geklaut mittags um 12 vom Gemüseladen, mitten in der Stadt. Abmontiert. Das geht ab. Das war, ja. Gut, dann war dieser Sturm. Sabine hat unser Badezimmerfenster getrümmert. Vielen Dank, Sabine. Es ist morgens echt kalt im Bad jetzt und das zieht wie Sau. Ich habe das natürlich irgendwie so provisorisch abgedichtet, aber das geht. Es ist dunkel. Es ist, ja. Ich bin einfach froh, mich jetzt entschieden zu haben, dass wir einen Vlog aufzeichnen, weil ich mal so ein bisschen runterkommen muss. Ich habe fast. Pass auf. Bevor ich weiterrede. Ich habe was gebastelt. Hurra, Bier! Alleine damit Timo ein bisschen mehr Struktur in diesem Vlog erkennen kann. Ich finde das immer schon sehr ungewöhnlich. Wenn ihr wissen wollt, wann in diesem Vlog was passiert, findet ihr hier unten irgendwo einen Kommentar von Timo. Also wenn er da ist, habe ich ihn oben angepinnt. Und da könnt ihr so verschiedene Stationen im Vlog anspringen, die euch interessieren. Und ich finde es schon sehr erstaunlich, dass er da irgendwie Struktur rauskriegt. Denn ich habe bisher wenig Struktur erkannt. Aber er sieht da eine und das ist sehr schön. Und jetzt sind wir in der Biersektion. Ich mache vieles Grim Green nach. Grim Green hat auch solche Bumper. Er macht es gut. Warum soll ich nicht so tun? Hey, egal. Lukas aus Luxemburg hat mir Biere geschickt. Und zwar nicht irgendwie nur eins oder zwei. Er hat mir eine Kiste geschickt. Ein Karton voll Bier. Lukas, das ist unfassbar cool von dir. Vielen Dank. Lukas ist nicht aus Luxemburg. Was rede ich? Er ist aus Österreich. Ich bin verwirrt. Ich mache mir jetzt dieses Bier auf. Und zwar ist das ein Double Dry Hopped Pale Ale von der Firma Bevok. Es nennt sich Beep. Und die haben, ich meine, guckt euch das an, die haben unfassbar coole Dosen. Stell doch bitte scharf. Wenn meine Kamera eins nicht kann, dann ist es so ein Autofokus. Die haben unfassbar coole Dosen. Es sieht alles irgendwie sehr arzi-fazi aus. Lukas, vielen Dank. Ich kipp das in mein Lieblings-Astronautenglas. Und ich bin wie immer ein bisschen stürmisch. Weil ich es kaum aushalten, schmeckt schon großartig. Ja, Bevok aus Ratskaburg. Sorry, dass ich dich da jetzt irgendwie mit Luxemburg in den Topf geworfen habe. So kleine Länder außenrum halt, ne? Ist ja alles irgendwie das gleiche. Nee, Quatsch. Also ein Double Dry Hop Pale Ale und Dry Hopped bedeutet, dass da noch mehr Hopfen drin ist, als eh schon reingepasst hat. Das hat man dann anschließend gemacht. Also das Bier wird nochmal volle Lotte durch Hopfen durchgedrückt. Und dadurch wird es nochmal bitterer und kräftiger und so. Und ich mache jetzt erstmal ein Foto. Ich erzähle das immer wieder gerne. Ich habe Untappd. Das ist ein Netzwerk für Bier. Hey, cool. Ich bin auf meinem Foto jetzt selbst mit drauf, weil ich hier hinten dran im Bildschirm bin. Und dann werde ich das posten. Und wenn ihr mich da irgendwie auch adden wollt, falls ihr an Bier Interesse habt, es gibt einen Link, der ist hier unten in der Beschreibung. Haut da rein. Prost. So, mal runterfahren. Ja, ist gut. Sehr spritzig. Auch eher Sommerbier.
Und sehr hopfig tatsächlich. Dafür, dass es nur 5,3% hat, sogar sehr hopfig. Man merkt Zitrusaromen und Grapefruitaromen, so wie ich das von einem kräftigen Pale Ale erwarte. Die Farbe ist, ja, das ist fast milchig. Sieht aus wie O-Saft. Und es ist ein bisschen grasig. Es ist toll. Es ist toll, Lukas. Vielen Dank. Auf dich. So, also, wo sitze ich hier überhaupt? Ihr habt es wahrscheinlich. Ich meine, es ist der Hintergrund, den ich sonst auch habe, ist einfach nur weiter weg, ne? Ich will ja mit Twitch anfangen. Und ich habe angefangen, mir eine Streaming-Werkstatt einzurichten. Und dazu habe ich einen Stream gemacht. Es waren erstaunlich viele Leute da. Es waren irgendwie 130 Leute da. Die Liquid Kings hatten mir noch einen Raid vorbeigeschickt. Das heißt, die schicken ihre Besucher alle zu mir, weil sie aufhören zu streamen. Die waren dann auch noch alle da. Es waren viele Leute da und es hat Spaß gemacht. Das war einfach cool. Und ich kann in der Werkstatt rumlaufen und rumstehen und habe da zwei Kameras und ja, habe angefangen, das alles einzurichten und dachte dann so, ich will aber auch hier Software entwickeln, also brauche ich hier auch irgendwie einen Platz, dort, wo ich meine Software entwickle und will von hier in die Werkstatt umschalten können und so weiter und so fort. Und dann hatte ich das Setup hier fertig und dachte dann so, ich will eigentlich einen Vlog aufzeichnen, ich muss jetzt alles wieder umbauen. Und dann dachte ich, nee, komm, das ist ja doof. Also nur, weil ihr das so gewohnt seid. Es ist ja alles noch da, ne? Es sieht nicht ganz so ordentlich aus, weil hier hinten steht so ein Single-Backofen, der wurde uns mal geschenkt. Das ist wie gesagt hier die Basteletage. Also hier wird eine Menge Kram angeschleppt. Hinter mir ist der Arbeitsplatz von Stefan. Stefan baut Gitarreneffektgeräte von Hand und das sind seine ganzen Sortimentskästen und sowas. Und ja, deswegen sitze ich heute hier. Das mit dem Licht passt mir noch nicht so. Ich habe unfassbare Probleme mit dem Ton, was nicht damit zusammenhängt, dass ich jetzt 3 Meter weitergezogen bin, sondern weil ich momentan kein Audio-Interface habe. Das heißt, der Ton bei diesem Vlog wird nicht so gut sein. Seht mir das bitte nach. Ich habe jetzt gedreht und gemacht, was ich konnte. Wahrscheinlich ist er nicht richtig gut. Ein gutes Liquid hier drin. Den Release haben, glaube ich, alle mitbekommen. Das ist Forest von 510 aus der Bakery-Reihe. Und es ist eine Schwarzwälder Kirschtorte. Und es ist ein super Liquid. Es ist noch nicht durchgereift. Ich konnte es erst gestern in der Firma abholen. Dort haben sie mir es hingeliefert. Vielen, vielen Dank übrigens an 510 Cloud Park für das kleine Geschenk. Und hab's gestern. Nee, heute Morgen habe ich angemischt. Das heißt, es ist noch überhaupt nicht gereift. Es braucht noch ein bisschen. Aber auch jetzt merkt man, die Zeit von schlechten Kirscharomen ist vorbei. Es hat ein super Kirscharoma. Es schmeckt gar nichts nach Metall. Es schmeckt total krass nach Kokosraspeln. Nach was es mir jetzt noch nicht richtig schmeckt, ist nach Teig und nach Sahne. Und ich glaube, das kommt halt einfach mit der Reife so. Es soll irgendwie so 1 bis 3 Tage haben und ich könnte wetten, es kann auch ein bisschen länger und ich werde mal beobachten, wie es sich so macht, aber es schmeckt so schon gut. Ich habe es nicht ausgehalten, ich wollte es unbedingt in der Dampfer haben. Oh. Bevor der Release war, der war ja in Leichingen im Nebelwerk, durfte ich ja schon einmal beim Händler meines Vertrauens probieren. Habe nur einmal dran gezogen und habe gesagt, jo, das wird ein Kracher. Und es ist tatsächlich sehr gut geworden. Was haben wir noch? Ja, dieser Wechsel, also es wird kein Wechsel von Twitch zu YouTube, aber YouTube, was ist mit euch? Ey, mir brechen die Abos weg. Es ist doof. Es ist ein bisschen demotivierend, dass YouTube wirklich nirgendwo mehr meine Videos empfiehlt oder sonst irgendwas macht. Ich habe momentan, der Kanal ist rückläufig. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn euch die Serie, die ich hier mache, gefällt, und dann verteilt das einfach mal in einem Netzwerk eurer Wahl, weil es wird jetzt immer weniger und das ist schade. Und noch was. Bevor ihr meine Sachen verteilt, zieht die Sachen von Simon vor, von Vapes in Investigation, wo es
wirklich um was geht. Bei mir geht es hier nur so ein bisschen um gute Laune. Und ich freue mich, wenn mehr Leute zugucken und das alles trotzdem noch ein bisschen wachsen kann, obwohl YouTube gerade Dampfer-Content hasst. Na, das, was Simon macht, das ist wichtig. Das sollte eigentlich mehr Gehör kriegen als das, was ich mache. Und er wird mich jetzt bald in den Abos überholt haben und ich hoffe, das geht flott, weil er macht einen spitzen Job. Und schick dem die Leute. Ich habe mir das überlegt. Schick mir ein paar, schick ihm alle. Ja, Simon ist ein guter und das ganze Dampfsport-Dojo sind gute Leute und ich bin ziemlich gehypt, denn wir werden ein Streaming machen von der Hall of Fame. Und das wird geil. Die Dampfsport-Dojo-Jungs haben mich angerufen, haben gesagt, wie sieht's dann aus? Wir würden gerne von der Hall of Fame streamen. Es ist noch nichts Offizielles und der Veranstalter weiß darüber auch noch nicht Bescheid, aber lass uns doch mal irgendwie so einen kleinen Plan aushacken. Und der Plan sieht jetzt so aus, dass wir einen eigenen Raum haben werden, in dem wir die Regie fahren können, und wo wir in aller Ruhe Interviews führen können, aber es wird Kameras im Außenbereich geben, auf die wir umschalten können. Es wird Leute geben, die mit Kameras rumlaufen. Es wird ein paar sehr, sehr geile Interviews geben. Wir werden super geile Gäste im Stream haben. Ich darf noch nichts davon erzählen. Das Dampfsport-Dojo wird das nach und nach so veröffentlichen, wer da sein wird. Und es wird cool. Und ich liebe es, Fernsehen zu spielen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Hier so Vlog, YouTube, Twitch und sowas, das ist alles ganz cool, aber ich fühle mich hinter den Kulissen tatsächlich am allerwohlsten. Da ist am meisten Bastelarbeit, da sind am meisten Probleme zu lösen, da kann man am meisten kreativ sein. Und es werden 3 Tage, die wir durchstreamen, das heißt, es gibt jede Menge Aufgaben. Ich habe jede Menge bekloppte Ideen, die wir angehen werden, die es in diesem Stream geben wird. Es wird viel zu tun geben. Und das wird kompliziert. Und ich bin so ein Typ, ich beschmeiße sowas nicht gerne einfach mit Geld. Das macht keinen Spaß. Ich sag mal, auf Dinge einfach mit Geld werfen, das können alle. Also ich könnte das jetzt nicht, weil ich das Geld nicht habe und weil ich auch das gute Equipment nicht kenne. Aber es macht sehr viel Laune, mit dem, was man hat, ein Setup zu bauen, was immer noch mal so eine kleine Stufe geiler und geiler und geiler wird, jedes Mal, wenn man es macht. Und darauf freue ich mich sehr. Also, wenn ihr es zu Hall of Vape nicht schafft, verzagt nicht, denn ich und das Dampfsport-Dojo und Draconi wird mir helfen. Draconi ist eine total geile Hilfe in der Regie. Draconi hat einen Plan von dem, was er tut und der wird da sein und David wird uns mithelfen. David ist einfach ein sehr zuverlässiger Typ, den man auch rumschicken kann und sagen kann, mach, dass es passiert und dann passieren Dinge. Ich habe Bock auf dieses Team, ich habe Bock auf die 3 Tage, ich habe Bock auf die Party. Das wird cool, da freue ich mich sehr. Ah. Was habe ich noch? Ich habe Musik ausgekramt und zwar aus Anfang der 2000er. Ich bin ja eigentlich Bassist, hier hinten steht mein Sandberg. Ich mach aktuell nichts. Oh. Und ich mache schon länger nichts. Und irgendwie bin ich nachts auf den Folder gestoßen und dachte so, hey, das hier ist ja 15 Jahre her, 17 Jahre her. King Dolby hieß die Band. Die hatte ich zusammen mit Michel und mit Janosch. Wir waren 3 Leute und haben so ein bisschen Alternative School Punk gemacht, so was zu dem Zeitpunkt halt so ein bisschen hip war, so ein bisschen wie Jimmy Eat World in die Richtung, vielleicht ein bisschen härter. Und ich dachte, ich pack euch einfach mal einen Song zum Download unter dieses Video. Das könnt ihr runterladen, kostet euch nichts, das könnt ihr verteilen. Es hat niemand mehr irgendwelche, ich meine, klar gibt es da Rechte, aber es gibt keine monetären Interessen, deswegen ist uns das egal. Und wenn es mehr gehört wird, wird es mehr gehört. Ich war ein bisschen erstaunt, wie gut und knackig die Aufnahme ist, obwohl es jetzt schon was älter ist. Aber zieht euch das mal rein, schreibt mir hier mal als Kommentar, was ihr dazu meint.
Ob das überhaupt eure Art von Musik ist, weil das ist halt ein bisschen härterer Gitarrenrock. Oh. Ich habe noch zwei, drei von den Songs. Ich kann die auch noch irgendwie demnächst zum Download zur Verfügung stellen, wenn euch das gefällt. Jo, das dazu. Dann hatte ich letzte Woche angekündigt, wir lassen was aufleben, was es früher gab, und zwar genau einmal, und das ist das hier. Gute Frage, dumme Antwort ist eine Rubrik, in der ich eure Fragen beantworten werde. Und wir werden das zunächst mal so machen. Ich habe mir noch mal ein paar Sachen aus den Kommentaren rausgepickt, einfach weil es einfach war und weil jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gekommen ist. Ich wollte eigentlich eine Einblendung bauen, damit ihr meine E-Mail-Adresse sehen könnt. Moment. So, wenn alles funktioniert und ich jetzt hier auf diesen Knopf drückt, seht ihr meine Mailadresse pixeldimmelampf@gmail.com. Dort schreibt ihr mir hin, wenn ihr eine Frage habt, die ich hier in Gute Frage, dumme Antwort beantworten soll, oder ihr schreibt mir einfach einen Kommentar. Ich lese das ja alles. Also ich lese das tatsächlich immer alles. Es gibt noch ein paar Mails, die unbeantwortet sind, die schon länger in meinem Posteingang rumdümpeln. Unter anderem, ich bin dumm, mir wurde Bier angeboten und ich habe nicht geantwortet. Ich werde das noch tun. Ey, keine Panik. Ich beantworte alles, was so reinkommt. Oh, das hängt ein bisschen tief. Warum eigentlich? Hallo? Na ja. Nico O-Vapes oder Nico Vapes oder wie auch immer hat gefragt. Wie wäre es eigentlich mit einem eigenen Liquid von dir? Und die Frage kam schon ein paar Mal. Willst du nicht mal ein eigenes Aroma rausbringen? Willst du nicht mal eine eigene Liquid-Linie machen? Es gibt ja eine Menge YouTuber, die sowas getan haben. Du hast jetzt auch nochmal deinen eigenen Geschmack. Warum tust du das nicht? Und das hat ein paar Gründe. Der erste Grund ist garantiert, ich bin alles andere als ein guter Geschäftsmann. Ich habe das probiert. Ich war schon selbstständig und ich habe es dann nochmal gelassen, bevor es mich komplett in den Ruin treibt. Ich habe keinen Geschäftssinn. Ja. Das macht mir instant Kopfschmerzen, wenn ich dran denke, dass ich ein eigenes Produkt auf dem Markt hätte, zu dem ich irgendwie mein Gesicht hergebe, sozusagen, meinen Namen für hergebe, für das ich verantwortlich bin. Das würde sich für mich nicht gut anfühlen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, ich kann keine Liquids machen. Das hält jetzt viele andere Menschen nicht davon ab, auch Liquids zu machen. Und das heißt nicht, dass die dann schlecht werden, sondern dass die sich Partner mit ins Boot holen. Keine Ahnung, ich könnte zu irgendjemand aus dem Business gehen, dem ich vertraue, was Liquids angeht, und sagen, hey, ich habe folgende Vorstellung, wie ein Liquid werden soll. Hilf mir doch mal, mach mir doch mal drei Vorschläge, und ich sage dann, es muss mehr in die oder mehr in die Richtung gehen. Und das sind dann Leute, die können das. Ist kein Problem, aber für mich würde es sich so anfühlen, als hätte ich kein Liquid oder ein Aroma gemacht, sondern jemand anders. Und ich hätte dann so eine Dienstleistung in Anspruch genommen. Das ist Quark. Ja, das ist nicht mein Ding. Der dritte Punkt, und ich finde es am wichtigsten, ist, es gibt genug. Es fehlt kein Aroma auf dem Markt. Im Gegenteil, der Markt ist so übersättigt und so überschwemmt mit Zeug. Ich weiß nicht, wie die Frequenz jetzt mittlerweile ist, aber ich laufe auf Messen an Ständen vorbei, da habe ich zu 80% noch nichts von einem Hersteller gehört. Ist mir alles neu. Und alle haben ungefähr immer so die gleichen Trendliquids nach vorne gestellt. Wir brauchen nicht mehr. Es ist alles da. Wir müssen das mal irgendwie auf die Kette kriegen, zu sagen, wir unterstützen Hersteller, die es nicht ganz so mit Marketing haben, sondern die es mehr so mit guten Liquids haben. Das ist natürlich schwer, denn Gehör zu finden braucht mittlerweile wirklich Geld. Das passiert nicht mehr so von alleine, so wie das früher war. Tom Clark hat sich über ein Forum nach oben geschafft. Das haben ihn Leute einfach mal so zum Spaß unterstützt und das Business hat sich halt gewandelt. Und da muss halt auch irgendwie Geld fließen, damit Sachen bekannt werden. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn euch ein Geschmack einfällt, es wird ihn irgendwie schon als Liquid geben, solange es umsetzbar ist und nicht zu bekloppt. Also
Es gibt Rehrücken als Aroma, aber das will ja keiner. Ansonsten glaube ich, irgendwie fast jedes Aroma wurde schon gemacht. Und wenn ich jetzt meine eigenen verkaufen würde, und dann würde das einfach nur heißen, das ist was, was es eigentlich bereits schon gibt, aber wo mein Name drauf steht. Und da hab ich keinen Bock drauf. Simon Pfaffmann hat gesagt, ich bin für ein Hörbuch mit pixeligen Dampfwolke und Jonas Winkler, das wäre ein Traum. Und das ist zunächst mal vielen Dank, das ist eine Ehre, dass du denkst, dass ich sowas tun könnte. Ich weiß nicht, ob ich für ein Hörbuch geeignet wäre. Dampfwolke hat eine wirklich coole und entspannte Stimme. Der hat so dieses Sonore in der Stimme, ne? Das klingt so. Das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Und Jonas Winkler war der Name. Da dachte ich erstmal so, habe ich nie gehört. Ich nichts mehr zu tun, keine Ahnung, wer der ist. Ist der Dampftuber oder so? Und dann habe ich gesucht und es ist ein cooler Kanal über Holzarbeiten. Und zwar ein wirklich cooler Kanal über Holzarbeiten. Das hat mich richtig bereichert, dieses Kommentar. Ich habe jetzt genau einen Kanal mehr in meiner Abo-Liste und das ist Jonas Winkler. Denn er macht vieles noch so ganz simpel von Hand mit einfachen Hobeln, mit Japan-Sägen und sowas. Und es ist sehr schön. Er bringt Leuten bei, wie man zwei Stücke Holz simpel miteinander verbindet. Und solche Geschichten. Halt so klassische Tischlerarbeit. Und er ist eine coole Sau. Das muss man dazu auch noch sagen. Ich weiß nicht, ob ich was nachbauen werden könnte. Das sind echt gute Sachen, die er macht. Denn ich bin kein Tischler. Ich bin nicht mal Handwerker. Ich bin Heimwerker und das auch noch in schlecht. Und vieles geht bei mir halt einfach mit Spaxschrauben. Aber allein um jemanden zuzugucken, der was kann, was er wirklich gut kann, wie er sich da drin halt so ein bisschen verwirklicht, das ist toll und ich verlinke euch den Kanal. Hier. Guckt mal bei Jonas rein. Jonas ist super. Simon, vielen Dank für die Anregung. Oh, das ist die erste Mail. Ich habe den Namen abgeschnitten. Ich kann gar nicht sagen, wie die Person heißt, die mir geschrieben hat. Ich muss das mal gerade hier aufrufen. Martin. Martin hat mir eine lange Mail geschrieben und er hat mir eine schöne Mail geschrieben. Er hat mir eine sehr lyrische Mail geschrieben und er hat mir eine inspirierende Mail geschrieben. Martin, erstmal danke dafür. Ich habe das, was jetzt quasi die Frage ist, mal extrahiert. Deshalb hier mal die Frage der Neugier halber und weil ich seit neuestem auch Tom Clarks für mich entdeckt habe und wegen kalter Extraktion wieder an Süßkinds Parfum denken musste. Wenn du dir irgendein Aroma auf der Welt wünschen könntest, welches wäre das? Denke bitte auch über den Tellerrand. Du kannst also auch sagen, schlafwarmer, traumschwerer Frauennacken. Oder Sylter Strand, Dünengras, Heidekraut, Algensalzwasser, Jod, Heckenrosen oder Petrichor. Also was sagst du, lass dir ruhig Zeit. Und ich fand das sehr inspirierend. Und dachte so, wenn man ein Gefühl in den Geschmack bringen könnte und dass einen der Geschmack wirklich irgendwohin zurückträgt, zu irgendwas, was man schon mal gemacht hat, das wäre schon eine coole Sache. Und manchmal, also ich bin kein Wintersportler und auch kein ausgesprochener Winterfreund. Ich mag den Sommer. Ich mag es im Sommer viel Rad zu fahren, draußen zu sein. Ich liebe es zu schwitzen, aus irgendwelchen Gründen. Es kann nicht heiß genug für mich sein. Wenn andere sagen, oh, so, heute wieder so heiß, sage ich, ja, und ist doch geiler, als wenn es kalt ist. Ich mag Hitze, ich mag Sommer, fertig. Aber gelegentlich träume ich davon, wie ich einmal Skilanglauf gemacht habe. Und zwar im Schwarzwald. Das kommt in meinen Träumen immer noch mal so hoch. Und irgendwann werde ich das noch mal tun. Ich war 15 oder 16 Jahre alt und da bin ich mit meinem Onkel von Hütte zu Hütte durch Tannenwälder im Schwarzwald auf Langlaufskiern gefahren. Und das war mit das Friedlichste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Das war sehr geil. Man gleitet eben in
auch in genügend Abstand so, ne? Also man hat ja immer so verschiedene Sportlichkeitsgrade bei den Leuten. Und es ist irgendwie ganz klar, es gibt nur eine Loipe und die muss ich entlang. Also war ich ja, quasi den ganzen Tag eigentlich so auf mich gestellt und bin durch den Wald durch und es war super still außenrum. Es war weiß und es hat einfach die ganze Zeit nach Schnee gerochen. Und es hat nach Tannen gerochen und das war toll. Und wenn ich mir vorstellen könnte, dass es ein Aroma gibt, was ich gerne hätte, um es zwischendurch zu genießen, dann wäre es genau dieser Moment. Ein dunkler, leiser Tannenwald mit Schnee. Das wäre das, was ich wollte. Und ich fand das sehr inspirierend. Vielen Dank für die Mail. Ich fand die Frage super. Hallo, Herr Diemen. Auch da muss ich die Mail raussuchen. Ich bin noch ein Depp. Die hat mir geschickt. Torben. Oh, warte mal, ich kann das hochziehen. Da unten steht's. Ich bin ein Doppeldepp. Naja, egal. Hallo, Herr Diemen. Wenn ich ein Liquid mit 15 ml Aroma, also PEGI, in einer 60 ml Flasche mit einer 50-50 Basis anmische, komme ich auf 62,5% PEGI. Das hat bei mir schon einmal zu einem zu starken Throat-Hit und komischen Beigeschmack geführt. Seitdem mische ich immer erstmal das Aroma mit demselben Volumen VG, bevor ich meine 50-50 Basis hineinfülle. Daher meine Frage. Bei 120 ml Flaschen mit 10 ml Aroma fällt das nicht ins Gewicht. Gewicht. Hallo Saarland. Aber bei Dampfdidas mit 18 ml Aroma oder Flavorist ist das meiner Meinung nach durchaus ein Thema. Hast du dir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht? Sollte sich ein MTL-Dampfer bei diesen hohen Aroma Volumen besser eine 70-30-Basis zulegen. Viele Grüße und freue mich auf dein neues Video und vielen Dank für die Mail, Torben. Ich habe mir da persönlich weniger Gedanken drum gemacht als tatsächlich Steam Shots. Bei dem habe ich das zum ersten Mal gehört. Ich habe ja auch mal die Steam Shots Aromen getestet und ich werde mir irgendwann, auch wenn es chubby ist, nochmal Axion kaufen. Weil es einfach ein sehr gutes Aroma ist. Und dazu hat Steam Shots erwähnt, passt auf, hier ist super viel Aroma drin. In einer 120 ml Flasche sind bei ihm 30 ml Aroma. Und seiner Meinung nach macht man das so. Dass man es mit reinem VG auffüllt. Denn dann hat man eine 70-30 Mischung, wenn man die so haben will. Und ich würde auch sagen, ja klar. Also je mehr PG, desto mehr PG. Machst du nix. Und wenn das nicht deiner Mischung entspricht, dann ist das schlecht. Ich habe die Steam Shots Aromen einfach mit meiner normalen 70-30 Base angemischt, weil ich gar nichts gegen 50-50 habe. Das ist das, was im Endeffekt bei rauskommt, wenn man sie mit 70-30 anmischt. Mir war das dann so ein bisschen egal. Wäre es jetzt eine 50-50 gewesen, wäre mir es wahrscheinlich auch zu dünn geworden, die Brühe, und ich hätte was anderes nehmen müssen. Letztlich ist die Sache, klar, man kann es ausrechnen, aber wenn es dir nicht passt, kipp mir VG rein. Ja, selbstverständlich. Und dann ist es auch, glaube ich, egal, ob das jetzt nur 10 ml auf eine 120er sind oder 30 ml auf eine 120er. Wenn du merkst, es passt dir nicht, es ist zu viel PG, kipp VG dazu. Genau das. Ja, ich glaube, da machst du nichts falsch. Andreas hat mir geschrieben: Hallo Pixel, erstmal vielen Dank für all deinen Content. Auch ich bin im Dezember 2019 auf YouTube mit dem Dampfen gestartet und habe nun 96 Abonnenten. Herzlichen Glückwunsch. Was oder wie bist du so groß geworden? Ich bin 1,62 Meter. Hast du vielleicht Tipps für mich, was ich verbessern oder ändern sollte? Zu finden bin ich bei YouTube unter Fridays for Vapers. Danke für deine Mühen und ein schönes Wochenende. Gruß, Andreas. Ja, Gruß zurück, Andreas. Und ich kann da gar nicht so viel zu sagen, denn mein Kanal besteht seit 10 Jahren. Und unter den Kanälen, die groß geworden sind, Steam Shots, Dampfdidas, die Minjas, die Dampfeuphorie, all diese Kanäle, Dampflein, alles, yada yada, you name it. Die viel später gestartet sind als ich. Viel später. Bin ich
immer noch der kleinste Kanal. Also ich rage da schon mit so rein, aber der Kanal hier ist eigentlich immer noch winzig. Es sind unter 24.000 Abos und das ist für 10 Jahre nicht viel. Also kann ich dir eigentlich nicht sagen, was du tun sollst. Ich kann dir sagen, was du nicht tun sollst. Das geht. Ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Was habe ich heute mit CH und SCH? Stichpunkte. Stichpunkt Nummer 1. Regelmäßig kein Content. Tu das. Das tue ich auch. Das ist eine sehr gute Idee. Das heißt, immer mal wieder Lücken lassen, was den Content angeht. Und selbst wenn es dann mal dichter wird, so wie jetzt, dass ich sage, ich schaffe es dann mal schon zum Jahresanfang so ein paar Videos gemacht zu haben, veröffentliche sie immer an einem anderen Tag. Das ist eine sehr gute Idee, dann kann sich keiner darauf einstellen, wann da was kommen wird. Lade sie mal später oder wie ich noch viel, viel später hoch, sodass Leute nicht mitkriegen, dass ein Video hochgeladen wird. Das ist eine sehr gute Idee. Das heißt, in dem Fall bleiben dir auf jeden Fall die Zuschauer aus. Das zweite ist das Thema Hardware. Also Dampfer stehen ja sehr, sehr auf neue Hardware. Und halte möglichst Dinge in die Kamera, die bereits jetzt schon uralt sind. Das ist hier mein GT4. Keine Ahnung. Das Ding ist 2 Jahre alt. Ich habe vorher einen Dampfer die ganze Zeit gedampft. Der ist 3 Jahre alt. Ich habe nichts mehr Neues. Und selbst wenn ich was Neues kriege. Habe ich da so 2 Ideen. Die erste ist, erstmal genug testen. Wenn es nicht getestet ist, bringt das ja nichts. Die zweite ist, nicht vor der TPD-2-Freigabe darüber reden, weil sonst bestellen die Leute in China. Ich hätte aber gerne, dass es bei lokalen Händlern kaufen. Da passiert dann Folgendes. Erstens, die Chinesen interessieren sich nicht mehr für das, was du tust, denn ihre Produkte sind schon ein halbes Jahr alt, wenn du drüber sprichst. Zweitens, jeder Kanal auf YouTube hat bereits über das geredet, was du dann irgendwann in die Kamera hältst. Und alle sagen so, ja. Kenne ich, muss man nicht mehr draufklicken. Das ist so ein weiterer Tipp. Ein anderer ist Netzwerke. Soziale Netzwerke handhabe ich gern so, dass ich sie gar nicht nutze. Ich habe kein Facebook, ich habe kein Insta, ich habe Twitter, aber da ist nichts mit Dampferei. Meine Videos erscheinen nur auf YouTube und das ist die dümmste Idee, die man haben kann, weil es sind so viele Netzwerke da, in denen man sich vernetzen könnte. Und Leute einsammeln könnte und darauf hinweisen könnte, dass neue Videos da sind. Und das tue ich nicht, weil ich ehrlich gesagt entweder auf diese Netzwerke keinen Bock habe oder sie nicht verstehe. Instagram mag schön sein, da geht es einfach nur um Bilder. Aber ich will nicht den ganzen Tag Bilder gucken und ich wüsste auch nicht, welche Bilder ich hochladen soll. Und Facebook ist meiner Meinung nach ein Moloch. Ich will da nicht mehr hin. Wenn Facebook eine Kneipe wäre, ich würde gehen, ohne auszutrinken. Ja, nutzt keine sozialen Netzwerke. Eine großartige Idee. Das Letzte ist, mach Dampf-Content. Ich erfahre das gerade am eigenen Kanal. YouTube hasst dich dafür, dass du Dampfer bist. Sie werden dich demonetarisieren und nirgends mehr vorschlagen. Du verschwindest einfach in der Versenkung. Also, wenn du keine Zuschauer haben willst, mach Dampf-Content. ja, das sind meine Tipps. Tu genau das alles nicht und dann kann es noch was werden. Viel, viel Erfolg dabei. So, das war. Gute Frage, nochmal Antwort. Und wenn ihr auch dabei sein möchtet, schickt mir eine Mail an pickelimdampf@googlemail.com oder schreibt mir einen Kommentar unter dieses Video. Und ich sortiere das dann irgendwo ein. Und dann wird das nächste Mal möglicherweise schon dabei sein. Ja, dann habe ich habe Arte geguckt. Und in Arte gibt es eine Sendung namens Vox Pop. Und dort wurde die Frage gestellt, ist Dampfen tödlich? Und sie dachten, das kann man sich doch ohne Probleme in 3 Minuten abhandeln, oder? Kann man natürlich nicht. Aber ich fand es ganz cool, dass sie tatsächlich Dampfbefürworter und Dampfgegner haben zu Wort kommen lassen. Ich verlinke euch auch diesen Beitrag, den gibt es noch online bis Ende des Jahres hier unten. Was mir nicht gefallen hat, ist, dass Sachen gesagt werden wie, es gab Todesfälle in den USA
Und Dampfgegner beschwichtigen die Sache jetzt, indem sie sagen, ja, da war aber Vitamin E-Acetat drin. Was nervt? Das ist keine Beschwichtigung. Das ist ein Fakt. Das ist ein fucking Fakt. Und ich find's nicht cool, wenn man, keine Ahnung, wenn ich behaupte, ich schnappe jemanden aus der Flaschenindustrie und sage, die Leute sterben an Flaschen, weil da drin wird auch Alkohol verkauft. Nee, nicht mal da drin wird Alkohol verkauft, sondern Leute trinken daraus und dann sterben die. Und dann sage ich, ja, Moment, das hat was mit der Alkoholindustrie zu tun und nicht mit der Flaschenindustrie. Und dann wird behauptet, der Typ von der Flaschenindustrie hat ja nur beschwichtigt. Der hat nicht beschwichtigt, der hat mit der Sache nichts zu tun. Dampfen hat mit Toten in den USA, die E-Joints gedampft, gekifft, was immer haben, nichts zu tun. Das heißt, Beschwichtigung ist an dem Punkt ein bisschen dumm. Aber okay. Im Großen und Ganzen war es gut, ganz gut dargestellt und die 3 Minuten könnt ihr euch mal geben. Was mir gefallen hat, ist, dass sie am Schluss dazu gekommen sind, dass sowohl Dampfen als auch Rauchen eine freie Entscheidung sein sollte. Und ja, das sehe ich auch so. Immer dann, wenn man Menschen keinen Schaden zufügt, dann sollte es eigentlich okay sein, zu tun, was auch immer man möchte. Deswegen kann es sein, dass man sagt, wir verbieten Rauchen oder Dampfen in Kneipen, in öffentlichen Gebäuden, damit andere Leute nicht damit in Kontakt kommen. Das ist vollkommen okay. Aber Schaden, den ich mir selbst zufüge, sollte ich mir bitte, wenn ich das möchte, selbst zufügen dürfen. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Ja, guckt euch den mal an. So, ich habe eigentlich kaum noch was auf der Liste, außer dass wir irgendwie ein Liquid ausprobieren sollten. Und macht das. Liquid und ich habe es hier irgendwo stehen und ich musste es eben suchen gehen. Ich habe es meiner Freundin zum Testen gegeben und ich brauche immer eine kurze Pause. Meine Nase ist auch wieder schon total zu. Ich weiß auch nicht, was da momentan los ist. Corona wird es nicht sein. Simon hat ein gutes Video zum Thema Coronavirus gemacht, warum man sich keine Gedanken machen muss, wenn man jetzt was aus China bestellt und warum man sich keine Gedanken machen muss, wenn man einen Asiaten in der Straßenbahn trifft. Das Liquid, um das es heute gehen soll. Ja, da. Ist es hier, das neue von Tom Clarks. Der Zipfel, der Zapfel. Und ich bin immer sehr aufgeregt, wenn Tom was Neues rausbringt. Und ich bin auch immer so bekloppt und bestelle mir dann halt gleich die große Flasche. Weil, auch wenn es mir nicht schmecken sollte, ich seine Sachen gerne unterstütze und sie machen sich auch einfach wahnsinnig gut auf meinem Regal. Das ist eine teure Deko, keine Frage, aber es ist eine Deko, die ich gerne unterstützen möchte. Ich bewatte gerade den Mjölnir RTA, denn ich habe das Liquid natürlich schon probiert. Ich habe es nur noch nicht DL probiert. Und ich weiß auch nicht wirklich, ob es DL für mich was taugen wird. Ich bin mal gespannt, was bei rauskommt. MTL, so viel kann ich spoilern. MTL finde ich geil. Ich erzähl's gleich. Ich mache jetzt erstmal hier einen Schluck von diesem Liquid drauf. Zu dieser Flasche habe ich diese kleine Flasche bekommen. Die werden dann mitgeschickt. Und es ist eh ein bisschen außergewöhnlich, denn Tom Clark ist halt wirklich Liquid. Es ist kein Longfill, es ist kein Shortfill. Es ist Liquid. Und wenn ihr euch eine halbe Liter Flasche von diesem Zeug bestellt, bekommt ihr dementsprechend, wie ihr euren Nikotingehalt gewählt habt, kleine 10 ml Flaschen 18 Milligramm Liquid oder 20 Milligramm Liquid dazu. Das heißt, es wird hier nichts mit Shots gemacht. Die Shots stellt Tom selbst her. Tom ist ein Irrer, was das angeht. Ich weiß, dass er verschiedene Sorten Base für verschiedene Liquids verwendet. Einfach, weil er die Sachen dermaßen schleift, die er macht. Da soll einfach alles perfekt sein. Dieses Liquid ist außergewöhnlich trüb. Das sieht man jetzt in dieser Flasche nicht, weil die Flasche an sich ist ja auch trüb, aber es sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Kleister oder wie dieses Bier, wenn es weiß wäre. Ich habe Tom gefragt und er sagt, nee, ist alles gut. Genauso soll das sein. Das ist das Aroma, was da drin ist. Aber sehr unbesorgt.
es wird deine Watte nicht groß angreifen. Ich ziehe jetzt einfach mal und dann reden wir über alles. Wow. Wow. Das ist krass. Ich kenne es ja. Ich bin stark davon ausgegangen, es wird mir DL weniger schmecken als MTL. Weil es ist für einen Tom Clark Liquid unfassbar. Naja, ich kann schon fast sagen, aufdringlich. Es ist eben Lakritz. Und es ist gepackte Lakritz. Es ist mehr als Katjes. Es ist. Hier ist jetzt tatsächlich so, also im MTLer war es für mich, als würde ich Fenchel kauen. So kam es für mich. Das hier ist salzig. Wie salzige Heringe von der Tanke. Hammer. Da kommt noch Bier übrig. Ich muss ein Pairing probieren. Das geht gar nicht. Super eklig. Ne. MTL hat so einen Unterton, den man von Tom Clark's Liquids kennt, aus Opium und auch so ein bisschen aus Patisserie. Der ist da ganz stark drin, sodass man das Gefühl hat, darunter ist irgendwie noch ein Tabak oder sowas. Und die Lakritze wird ein bisschen leichter, weniger scharf. Und das hier ist vor allen Dingen jetzt Lakritz. Ich liebe Lakritz. Trotzdem, ich kann nicht so viel Lakritz essen. Ich kann keine Tüte auf einmal essen, da wird mir schlecht. Und das hier ist auch ein bisschen so. Es ist, ja, es ist Anis, es ist Fenchel, es ist Lakritz, es ist Salz. Und ich hatte eben einen ganz kurzen Moment, wo ich dachte, so, das schmeckt voll fruchtig, aber der ist jetzt wieder rum. Der ist weg. Und es schmeckt nach. Es schmeckt grün. Irgendwas daran schmeckt nach grünem Kraut. Wäre jetzt sehr bekloppt zu sagen, ich schmecke darunter eine ganz kleine Spur Staudensellerie, aber ich schmecke darunter eine ganz kleine Spur Staudensellerie. Sollte Frank dieses Video sehen, Franktastische Kolz, der wird sich wieder voll aufregen. Was wir da für Geschmacksgalaxien aus seinem. Oh, ich behaupte, es ist Staudensellerie. Doch. Tom, verrat's mir. Irgendwas ist da drin sehr grün. Sehr. Oder halt auch frischer Fenchel. Frischer Fenchel. Was ist heute los? Ich trinke meinen letzten Schluck Bier jetzt mal. Schon mal. Hat mich David, der gelegentlich auch bei Simon auf dem Kanal mit bei ist, auf eine Sache hingewiesen, die mir dann auch direkt aufgefallen ist, nachdem er es gesagt hat. Die Zunge wird leicht taub davon. Auch so, wie wenn man Fenchel isst. Oder scharfe Lakritze ist. Salmiak. Ist auch so ein bisschen Salmiak mit drunter. Das passiert. Und das ist ganz geil. Das ist sehr authentisch. Das finde ich ungewöhnlich für Tom. Und vieles anderes ungewöhnlich. Auch hier die Gestaltung. Ich persönlich finde die sau cool.
Ich finde ihn ein bisschen unheimlich. Sie erinnert mich an meine frühe Kindheit, als noch alte Märchenbücher von der Oma und so da waren. Außerdem heißt das Ganze dann auch noch der Zipfel der Zapfel. Ich finde es toll. Da gibt es auch Stimmen, die sagen, Tom Clark, ansonsten ist die Gestaltung sehr gentlemanlike, sehr, sehr dunkel, sehr gesettelt. Es sieht aus, wie Holz riecht. So, ja. Das hier ist relativ albern und, wie ich finde, ein bisschen unheimlich. Ich finde diese Gestaltung auch einfach ein bisschen unheimlich. Und es sind Äpfel drauf. Ich habe hier keine Äpfel rausgeschmeckt. Ich habe von Leuten gehört, die Äpfel rausschmecken. Aber bereue ich, dass ich mir so einen halben Liter gleich gekauft habe? Naja, auf gar keinen Fall. Allein schon dafür, dass die Flasche cool ist. Aber es ist ein guter Allrounder. Tom sagt, probiert das Liquid, auch wenn ihr keine Lakritze mögt. Er hat ein Video dazu gemacht. Er erzählt eine Dreiviertelstunde darüber, wie das Liquid entstanden ist, wie er es dampft, was die Inspiration war, was die Stolpersteine waren. Das ist total toll. Auch hier oben eine Verlinkung zu diesem Video, guckt euch das an. Er ist halt einfach so ein toller Mensch. Ich behaupte, man muss Lakritz mögen, um das Zeug hier zu mögen. Vielleicht liege ich da auch vollkommen falsch. Wenn ihr Erfahrung gemacht habt, hier unten ist ein Formular, schreibt mir das rein. Würde mich sehr interessieren. Das war's. Habe ich was aus meinen Notizen vergessen? Ich hoffe und glaube nicht, habe ich Dinge allgemein vergessen. Garantiert, passiert mir immer wieder. Aber wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein wollt, drückt auf Abonnieren und auf die Glocke und dann kriegt ihr das mit. Verteilt das Video im Netzwerk eurer Wahl, damit irgendwie hier mal noch ein paar Leute aufschlagen. Und ich sage euch wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ich kriege keine Luft mehr, was auch immer hier los ist. Ciao.